Gut, weiter geht's. Dann wollen wir uns doch mal aufmachen und die erste Mission erfüllen. Und ja, schauen wir mal, was uns da erwartet, nachdem wir gerade so ein bisschen unschön gestorben sind. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Und hier unten sind schon wieder Kämpfe. Wir schleichen uns mal an. Oh, da unten steht einer. Können wir uns den aus der Luft schnappen? Ja, können wir. Sehr schön. Da war es einer weniger. Ich sollte mich vielleicht daran halten, dass ich allgemein schleiche. Und schon wieder welche hier. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häuptling besiegen. Da hast du recht. Der ist eine harte Nummer. Oh, okay. Ein Kampf. Was haben wir hier? Zwei Fraktionen? Oder wie sehe ich das? Da war doch ein Geräusch. Ich schnapp mir einfach mal ein. Was hast du denn hier zu suchen? Dich reiß ich in zwei Teile. Dann lasse ich dich deinen eigenen Arsch anglotzen. Ja, sehr schön. Dann lass ich dich deinen eigenen Arsch anglotzen, sagt er. So, kriege ich den direkt. Sehr schön. Da war es einer weniger. So, kann man sehen am Boden. Oh, hier muss ich aufpassen. Das ist scheinbar der Boss der Gruppe. Kurioserweise hat er sich natürlich auch direkt zu einem Named entwickelt. Und das ist ja so ein bisschen das Besondere des Spiels, dass ganz normale Gegner sozusagen plötzlich wichtig werden können, je häufiger die uns besiegen. Einführung, Achtsamkeit. Das Symbol über dem Kopf eines Uruks zeigt seine Achtsamkeit. Bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht. Bedeutet, dass ein Uruk dich entdeckt hat. Okay. Ich kann gerne hier die Jungs ein bisschen ausschalten. Ich merke übrigens gerade, das ist vielleicht ein bisschen dunkel, das Bild. Ich werde das mal ein bisschen heller drehen. Ihr solltet auch ein bisschen was sehen. Das Problem ist, wir kämpfen hier gerade an der Stelle, die ist allgemein relativ dunkel. Kann ich jetzt nicht so viel dran ändern. Schön vorsichtig. Den direkt wegnehmen. Hier ein bisschen drüber springen. Und wundert euch nicht, dass die Bewegungen so ein bisschen nach Assassin's Creed aussehen. Der Art Director von diesem Spiel hat tatsächlich lange Zeit an Assassin's Creed gearbeitet. Das hat nicht ganz geklappt mit dem. Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Gucken. Mein Gott, das sind aber auch Feinde hier. Ich baue ja hier gerade eine Mega-Kombo auf. Kriege ich hier vielleicht mal einen? Ich würde natürlich gerne den Boss ausschalten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel erwartet. Direkt in den ersten paar Sekunden. So, jetzt kommen wir runter. Hat hier nicht ganz geklappt, weil ich zwischendurch unterbrechen musste. Ich kann mir doch hier den schnappen. Mal nehmen, bisschen werfen. So, jetzt aber. Zack. Immer noch nicht ganz. Mal gucken, vielleicht können wir gleich schon irgendwas aufrüsten. Aber wir haben. Fast haben wir sie alle. So, der ist weg. Da war es nur noch. Der hier. So, der ist weg. Ist er nicht weg? Jetzt ist er weg. So, jetzt war es nur noch hier der Boss. So, und der sollte jetzt auch eine Leichtigkeit sein. Zack. Oh, oh. Hat der das ausgehalten? Ich bin ja begeistert, dass der nicht direkt platt war auf den ersten Moment. Immer noch nicht. Ein neuer Fehltritt. Kollege, so habe ich aber nicht mit dir gebunkert hier. So, jetzt aber. Erledigt. Der Beleibte ist tot. Oh, das tut mir aber leid für dich. Oh, was ist denn da gedroppt? Was ist denn da Schönes? Energie. Stärke durch Mut. Oh. Das sind schon die nächsten Gegner. Wir schleichen direkt mal weiter. Ja, sehr schön. Wir können uns hier Runen anschauen. Seht die Runen. Elbenschmiede legen ihre großen Taten detailliert dar und erinnern mit diesen geheimnisvollen und mächtigen Gravuren an die Triumphe
längst vergeblicher Krieger. Die Schmiede setzen arkane Handwerkskunst ein, um diese Rune zu erschaffen und zeichnen das Schicksal ihrer Feinde mit dem Metall Itildin auf, welches sie in ihren Rüstungen, Schwertern und fabelhaften Bögen verarbeiten. So erschaffen die Elben für jede ihrer Waffen eine einzigartige Legende. Und mit jeder großen Tat wächst die Legende weiter. Die Uruks werden die Waffen, die mit ihnen verziert sind, namentlich kennen, so wie sie es mit Glamring und Orcrist schon tun. Und sie werden ihre unbeschreibliche Macht fürchten. Okay. Wir haben sowas über Runen erfahren. Jetzt sehe ich gerade das Menü hier. Können wir denn schon? Hier haben wir nämlich eine Rune schon verfügbar für unsere Waffe. Dadurch, dass wir den Beleibten gerade getötet haben, stellt bei einer Klinghageltötung 4% Gesundheit wieder her. Das klingt ganz gut. Setzen wir direkt mal ein, die erste Rune, die wir haben. Ich sehe, da hinten können wir noch eine Rune einsetzen. Haben wir denn hier eine? Ja, eine Orkjäger-Rune. Schleichtötung mit der Fähigkeit Terrorisieren rufen zusätzlich Furcht hervor. Ich glaube, das ist eine der Vorbesteller-Runen, die man bekommen hat. Hier habe ich noch keine für den Bogen. Ist nicht ganz so schlimm. So, was haben wir hier noch bei den Verbesserungen? Ja, es ist eine ganze Menge, was man hier direkt sehen kann. Wir können uns zum Beispiel... wir haben einen Fertigkeitenpunkt. Dafür können wir uns Hinrichtung kaufen. Das klingt ganz gut eigentlich, gerade weil ich so Probleme hatte, Gegner am Boden auszuschalten. Nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern wird die Anzeige der Trefferserie rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Das klingt ganz gut. Das kaufen wir uns mal. Also Dreieck und Kreis muss ich mir merken. Gut. Weiter geht's. Also wir schleichen erstmal. Ich höre nämlich irgendwo schon Gegner. Ich bin nicht sicher, ob das von hinten oder von vorne kommt. Es wundert mich so ein bisschen, dass man nichts im Hintergrund hört, so musikalisch jetzt. So ein bisschen still, ne? Oder geht das nur mir so? Ich glaube, da oben sind Gegner. Komme ich hier hoch? Komme ich? Ich war mir sicher, dass hier irgendwas war. Manchmal kann man sich auch irren. Oh, da vorne ist aber einer. Aber es ist ein Mensch, oder? Wenn der Tag weitere Sklaven befreit, werden wir bald unter dem Zorn des Anführers zu leiden haben. Okay, das sind Sklaven. Oh, Gesundheit können wir hier erneuern. Sauber, ein paar Blümchen pflücken. So, oh. Na, kann ich mir den hier aus dem Busch schnappen? So, geschnappt und wieder rein. Sammle Kräuter, such auf der Karte nach... Das war jetzt zu schnell weg. Ich bin mir sicher, sind wir jetzt entdeckt oder sind wir nicht entdeckt? Oh, müssen wir da hoch? Schleichen wir hier von Glück noch am Leben zu Busch sein. Zu Busch. Gesehen, wie der Geist des Waldläufers in Lorms Kopf explodiert ist. Da oben ist einer. Der könnte natürlich ein Problem werden. Vielleicht sollte ich mir den erstmal schnappen. Da kann ich mich doch mit Sicherheit von hinten anschleichen, so ein bisschen. Der ist doch da oben auf dieser schönen Festung oder auf so einem... Oh, oh. Dammit. Da sind welche. Man muss ja nicht direkt hier in die... Na komm. Egal, wir gehen direkt mal durch. Machen uns mal auf den Weg. Zum Sklavenhändler. Hier beginnt nämlich die erste Mission. So, der Sklaventreiber. Ein Sklaventreiber der Uruks hält einen Gefangenen, der Informationen über die schwarzen Hauptmänner besitzt. Eliminiere den Sklaventreiber. Okay. Let's do this. Ich bin bereit dafür. Ich bin bereit, die Sklavenhändler platt zu machen. Guck mal, es ist wieder Tag. Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Okay, wir sollen identifizieren. Wandle in der Geisterwelt. Da hinten ist er. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Okay, wir müssen also 4 Schützen eliminieren. Es wird Zeit, dass wir losmarschieren.
Du wirst nicht lange warten. Ich hab einen Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat um sein Leben gefleht. Noch bin ich denn da? Der ganze Ort. Okay, der dreht sich nicht in dem Moment um, wo ich jetzt hingehe. Eine Menge Bleichhäute da. So, erster erledigt. Was sind das denn hier? Elben. Achso, hier können wir Elbengeschosse auffüllen. So, wo sind denn die anderen? Kann ich mich hier irgendwie. Ah ja, sehr schön. Da vorne ist der nächste. Komme ich da einfach so rüber? Yep, komm ich. Sag dir, wenn du einen Grauk zähmen willst, brauchst du mindestens. So, das war der zweite. Oh, der guckt aber hier rüber. Oh, ich glaube, die haben uns gesehen. Das war der erste, das war der zweite. Wo sind die restlichen? Die taugen nur als wandelnde Zielscheiben. Jeder Sklave, der die Flucht wagt, soll am Pranger sterben. Glaubt nicht, dass ihr entkommen könnt. Das ist auch nur ein zusätzliches Ziel. Also ich kann schon direkt in den Kampf gehen. Aber ich würde natürlich... Ist das der nächste? Ich bin mir sicher. Ist das der... Ihr dachtet wohl, ihr werdet schnell genug. Kein ist das der Chef? Also ist er das? Ja, ne? Ich glaube, das ist er schon. Gucken wir erstmal... Dass wir die zusätzlichen Ziele erfüllen. Bevor wir uns den Kerl schnappen. Da drüben ist nämlich der letzte. Schön langsam, schön vorsichtig. So, damit haben wir das optionale Ziel erfüllt. Dann können wir uns jetzt nämlich den Boss krallen. Ah ne, da unten ist er, ne? Das ist er. Ohne Füße wird euch das Speer fallen. Zurück mit dir, Waldläufer! Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Du wärst ein guter Sklave. Das wollen wir mal sehen. Warte mal, ich muss ja nur die Kombo auf 8-fach aufbauen. Dann habe ich ja schon mal ganz gute Chancen, meine neue Spezialattacke auszuführen. Ein bisschen aufpassen hier. Ja, immer schön langsam alles im Auge behalten. Jetzt kann ich die nämlich ausführen. Oh, sauber. Guckt euch mal die Hinrichtung an. Scheiß die Mutti an, Freunde. Ja, immer so ein bisschen auf den Boss draufhauen. Ja, dann haben wir gleich die nächste Achter-Hinrichtung. Oh, meine Güte. Willkommen zur Next Gen, ey. Den auch noch jetzt. Oh. Ist ja fast daneben gegangen. So. Aber kann ich direkt eine zweite machen? Naja, es geht nicht. Ja, du Sklavenhändler. So wirklich viel hast du nicht auf dem Kasten gehabt, ne? Oh, da habe ich was reingesteckt. Das war natürlich nicht ganz Sinn des Plans. So, habe ich jetzt... Na, ich habe schon mehr Series unterbrochen. Wow, das war aber ein heftiger Schlag. Und da ist er down. Da geht er down, Freunde. Tja, platt. Erledigt. Sklaven sind frei. So, boshafte Stimmen. Die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Tote Hauptmänner lassen Ruhen fallen, die deine Waffen Boni verleihen. Okay, wir können uns die Waffen ansehen. Das haben wir ja gerade schon gemacht zum Anfang quasi des Videos. Da habe ich ja jetzt schon eine Rune drin. Drücke Runen aus mit X. Okay. Wir können zusätzliche Runenplätze kaufen, stand da gerade. Okay, wir gucken mal. Jetzt die erste Rune, die wir ausgerüstet haben, ist Schleichtötung mit der Fähigkeit Terrorisieren, rufen zusätzliche Furcht hervor. Ist ganz nett wahrscheinlich, um Gegner gerade in Angst und Schrecken zu versetzen. Boshafte Stimmen haben wir jetzt bekommen. Die Tötung eines Hauptmanns ist gar nicht mal so schlecht, ne? Im Kampf vollständig in der... Ich glaube, wir rüsten die mal aus. Die P-Macht eines Hauptmanns entscheidet über die Stufe der Rune, die er fallen lässt. Wenn du einen Hauptmann tötest, indem du seine Anfälligkeit nutzt, wirst du stets eine bestimmte Art von Rune erhalten. Okay, das ist interessant. Das heißt, wir müssen herausfinden, auf was die anfällig sind, was wir jetzt beim ersten Mal ja nicht gemacht haben, weil das nicht Sinn der Aufgabe, glaube ich, war. Das ist interessant. Okay. Das heißt, weiter geht's. Du bist also vor 10 Jahren nicht gestorben.
Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirgon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Oh, sieh meine an. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. My precious, mein Schatz. Gollum, so früh schon. Holy shit. Gut, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Das Lager ist gereinigt. Was ist denn da oben? Ich sehe irgendwas grün da oben. Können wir da hochklettern? Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten aller Uruk vor Grauen aus dem Kampf fliehen. Okay, wir können halte Option gedrückt, um die Saurons Armee anzuschauen und ein neues Ziel auswählen. Okay, das heißt, wir müssen immer ein Ziel auswählen in der Armee. Gucken wir uns mal an. Okay, ist der, achso, das ist der, den besiegt haben hier. Wenn Hauptmänner getötet werden, entstehen freie Positionen in Saurons Armee. Nach einiger Zeit können neue Hauptmänner diese Position besetzen. Das ist jetzt dieses Nemesis-System, wofür das Spiel ja unglaublich hoch gelobt wird in der Presse und ja eigentlich was sehr diesen ganzen Next-Gen-Faktor auszeichnet. Denn das ist diese ganze Armee von Sauron, bis wir uns irgendwann mal zu den Bossen durchgekämpft haben. Und da können wir wohl im Verlauf des Spiels Leute übernehmen, wir können Leute ausfragen, wir können Leute für unsere Zwecke einsetzen. Wird als extrem revolutionär bezeichnet. Gut, das nächste ist Redback, der Feigling. Stärken und Schwächen anschauen. Meint, dass er viel mehr Respekt verdient hätte. Okay, Redback, dann würde ich sagen, markieren wir dich mal. So, wähle ein Jagdziel aus. Das haben wir gemacht. Das heißt, Redback ist unser neues Ziel. Ist irgendwo dahin. Jetzt wollte ich auch mal ganz kurz hier hoch. Komme ich hier so hoch? Ja. Okay, was Ezio kann, das kann er auch. Denn hier vorne habe ich doch irgendwas gesehen. Genau, was ist das denn? Was ist das denn Schönes? Information. Ah. Lass mich Informationen verraten, die Stärken und Schwächen eines Hauptmanns. Bekannte Schwächen kannst du ausnutzen, um einen Hauptmann leichter zu besiegen. Eine Anfälligkeit ermöglicht es, mit einer bestimmten Kampfstrategie einen Hauptmann mit nur einem Hieb zu töten. Wenn ein Hauptmann beispielsweise anfällig für Schleichangriffe ist, bietet sich diese Angriffsart an, um ihn zu töten. Okay, das ist sehr interessant. Haben wir denn jetzt schon Informationen über den hier bekommen? Oder ich vermute fast... Ah doch, haben wir tatsächlich. Dadurch, dass wir die Informationen gesammelt haben. Schwächen. Furcht vor Morgai-Fliegen. Gerät in Panik, wenn er von einem Schwarm Morgai-Fliegen attackiert wird. Furcht vor Graugre. Gerät in Panik beim Angriff. Und Furcht vor Ghulen. Okay, also müssten wir gucken, dass wir vielleicht irgendwie so einen Graugre anlocken können und in den Kampf mitnehmen. Nee, soll nicht verloren gehen, die Informationen. Sekunde mal. Die soll nicht verloren gehen. Nein. Also mal Stärken und Schwächen. Kann man sich hier noch eine andere Seite angucken. Kombiniert. Ne, ist ja richtig. Menü verloren. Ja, dann gehen die wohl verloren, die Informationen. Aber wir wissen ja, wie es läuft, beziehungsweise was wir machen müssen. Man hat zusätzliches Waffentraining angeordnet. Verfluchtes Training. Zum Henker damit! Wir müssen endlich etwas töten! Ja, die lassen wir mal am Leben. Oh, 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 oh. Der hat Informationen für uns. Die können wir uns vielleicht schnappen. Zockerf. Habt ihr das gehört? Ich hab den dreckigen Tag gesetzt. Angriff! Ups. Seht! Da unten! Na gut, dann soll es so sein. Ich dachte eigentlich, den könnten wir schnappen und Informationen von dem per Verhör holen. Weil ich dachte ja auch, wir hätten einfach schon das ganze Lager gereinigt. Da lag ich wohl falsch. So, den kann ich doch relativ schnell ausschalten. Da ist nämlich nur noch einer. Gibt ja alles Erfahrungspunkte.
Zack, du auch. So, gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zum nächsten Ort. Das ist ein ganz schön weiter Weg, merke ich gerade. Ich merke, es ist komisch, dass wir im Hintergrund... Vielleicht liegt es gerade an meinem Headset, aber ich höre so gar keine Hintergrundgeräusche. So, ich glaube, hier vorne ist eine Nebenaufgabe. Selbst in Gefangenschaft sind diese Menschen noch erstaunlich zäh. Wir dürfen keine Milde walten lassen. Ich schnapp mir dich mal. Meine Klinge, dein Kopf ist eine gute Kombination. Dich schnapp ich mir auch mal. Niemand! Ich fühle mich schon so ein bisschen mächtig. Ich fühle mich schon so... Was ist denn hier auf der Mauer? Ich fühle mich schon so ein bisschen sehr mächtig zum aktuellen Zeitpunkt. Aber gut, das mag sich noch relativieren. Okay, gehen wir mal hier ins Gebüsch. Ich sehe nämlich schon wieder auf der Minimap, da ist irgendwas. Nicht aus. Krieg ich eine Gänsehaut von. Ist da auf dem Turm einer? Ich glaube, wir klettern hier mal hoch. Ich glaube, da oben ist nämlich einer. Oh, wofür? Ich habe zufällig einen Häuptling reden gehört. Die wollen hier mehr Schildträger und Bogenschützen stationieren. Ich frage mich, warum? Sie müssen irgendetwas Großes vorhaben. Psst, ganz ruhig. Geh fort. So, kann ich hier über die Mauer? Warte mal, unten sind auch welche. Da ist einer. Warte mal, vielleicht kann ich die umgehen. Man muss ja nicht... Den können wir uns auch schnappen. So, hinten, der hat uns fast entdeckt, aber den können wir noch ein bisschen auch umgehen. Und unten sind auch welche. Was ist denn da? Ist hier ein Handsymbol? Ich hab die Schnauze voll von den Sklaven, die ich bekomme. Du auch? Du bist nicht besser. Meine waren in letzter Zeit absolut nutzlos. Vielleicht da jemand umher? So, also hier sind Sklaven zu befreien. Ja, das tue ich doch mal ganz flott. Mal gucken, vielleicht muss ich die Kerle hier weglocken. Und ich merke gerade, das Problem ist, dass viel Sound aus meinem Controller kommt. So, Sklaven, rennen die schon? Nee, tun sie nicht. Alle auf einmal! Ja, schade, habe ich ein bisschen das Timing versemmelt. So, kriege ich den hier noch am Boden? Zu langsam. Aber den kriege ich. Na, auch nicht. Ja, das ist manchmal nicht ganz so intuitiv. So, okay. Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Die anderen sind nicht entkommen? Welche anderen? Ich habe doch alle gerettet. Habe ich nicht alle gerettet?